Hallo, mein Lieben. Heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um unsere Fake-Milch. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie wir das so machen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ja, ich habe ein bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich hier eine Flasche mit Wasser schon mal vorbereitet. Und ich habe hier eine Dose mit unserer Fake-Milch. Nein, das ist keine echte Babymilch hier drin, sondern das ist nur eine Verpackung von meinem Bruder damals. Und hier ist unsere Fake-Milch drin. Unsere Fake-Milch besteht aus Kaffeeweißer. Die könnt ihr in jedem Discounter oder Supermarkt kaufen. Da gibt es so große Packungen, die kosten meistens 80 Cent, ist super günstig und es hält total ewig. Ich habe jetzt hier, glaube ich, eine Packung seit über einem Jahr drinne und es ist immer noch voll. Ihr könnt die Fake-Milch in den Flaschen ungefähr 3 Tage lassen. Danach würde ich sie austauschen. Es fängt nicht an zu stinken, aber es bildet sich langsam so eine kleine Kruste am Rand. Also es wird so fest am Rand. Deswegen würde ich es einfach austauschen nach 3 Tagen. Ungefähr stinken tut es nach 7 Tagen. Dann würde ich es auf jeden Fall auswaschen. Und ja, jetzt zeige ich euch einmal kurz, wie wir das immer so vorbereiten. Also ich habe halt hier unsere Flasche mit Wasser. Da machen wir jetzt erstmal den Deckel ab. So. Ich habe jetzt einfach nur so ein bisschen Wasser reingemacht hier. Dann habe ich in unserer Fake-Milch einen Trichter. Der sieht so aus. Den habe ich auch damals von meiner Mutter bekommen. Den tun wir einfach mal hier so rein. Und dann habe ich auch noch so einen richtigen Löffel für Babynahrung. Da nehme ich jetzt einfach so einen ganzen Löffel voll. Das sind ungefähr 2 Teelöffel und das kommt jetzt hier oben rein. So, das staubt ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Und dann nehme ich noch einen halben hiervon. Das heißt, ungefähr 3 Teelöffel nehme ich jetzt hierfür. Jetzt könnt ihr hier in der Flasche schon sehen, dass sich das langsam vermischt. Das macht es auch eigentlich schon von ganz allein. Sieht ziemlich lustig aus, finde ich. So, wir machen jetzt einfach den Trichter ab, schütteln alles raus, was da noch drin war. Dann kommt das schon mal wieder hier rein und das brauchen wir dann auch gar nicht mehr. So, und das hier können wir eigentlich auch schütteln. Dann müssen wir jetzt nicht so lange warten, bis das hier einmal komplett durchgezogen ist. Sondern das können wir einmal so schütteln. So, eigentlich habe ich hier oben immer einen Stöpsel drin, deswegen kann ich das jetzt nicht so gut schütteln, aber das geht auch so, wenn man es einfach nur so ein bisschen macht. Ja, wenn ihr es ordentlich schüttelt, dann sieht das hier auch nicht so komisch aus. So, und wie ihr seht, sieht es schon aus wie eine richtige Babymilch, finde ich. Also auch, dass man hier jetzt diese ganzen Milchpartikel hat. Ich finde, das sieht schon echt total realistisch aus. Und ja, wie gesagt, total günstig, hält lange. Und man kann es warm machen, man kann es kalt machen. Und ich finde es halt einfach total echt aussehen, weil es auch ein bisschen dickflüssig ist, wie so Babymilch halt eben. Und ja, das finde ich total gut an dieser Idee. Die hat mein Vater mir gesagt. Ich habe damals nämlich immer Wasser reingemacht und einen ganz kleinen Schubser Milch. Aber das ist nach 2 Minuten oder, naja gut, 2 Stunden ungefähr schon umgekippt. Wenn es in der Sonne war, also hat es schon gestunken und ist natürlich nicht so schön. Und das kann man natürlich auch nicht warm machen. Also Milch kann man ja auch nicht so gut warm machen. Und ja, deswegen habe ich mich für diese Idee entschieden. Die habe ich jetzt schon sehr lange und sie kommt noch sehr gut bei euch an. Ich habe damals schon mal ein Video darüber gemacht, aber ich wollte noch mal ein neues machen. Ja, das ist meine Fake-Milch. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Es gibt natürlich auch verschiedene Sachen, zum Beispiel mit Farbe oder so. Aber Farbe, also Acrylfarbe zum Beispiel, macht die Flaschen kaputt. Und das will ich natürlich nicht verursachen. Und deswegen habe ich einfach diese relativ einfache Idee. Gibt es, wie gesagt, überall. In jedem Discounter. Ich kaufe es immer bei Lidl oder bei Aldi oder bei Penny. Da kaufe ich eigentlich immer diesen Kaffeeweißer. Aber den gibt es halt überall. Also ich kenne Leute, die kaufen den bei Netto. Ich kenne Leute, die kaufen den bei Real. Also es gibt ihn wirklich überall. Und ja, ihr könnt mal, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht, was ihr so für Ideen habt, woher ihr eure Ideen habt oder so. Und dann würde ich mich freuen auf eure Kommentare.
Ich hoffe, euch hat meine Idee auch gefallen. Das könnt ihr mir natürlich gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und ein ganz tolles Kommentar hinterlassen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen meiner nächsten Videos und bis zum nächsten Mal.